Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine letzte Videobotschaft zum Thema Corona ist schon einige Zeit her und das ist gut so. Das liegt einfach daran, dass wir in den vergangenen Monaten, in den Sommermonaten, keinerlei Neuinfektionen in unserer Stadt und auch sehr wenige Neuinfektionen im Landkreis und unserer Region hatten. Insofern gab es keine Notwendigkeit, mich an Sie zu wenden. Zwischenzeitlich waren aber die Sommerferien, Sie sind wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt, die Schulen sind wieder zum Präsenzunterricht übergegangen und das Leben ist wieder in einem einigermaßen normalen Betrieb. Aufgrund der Lockerungen haben wir so manches Mal die Tatsache aus den Augen verloren, dass das Coronavirus nach wie vor da ist und noch genauso gefährlich ist wie zu Beginn der Pandemie. Deswegen melde ich mich heute auch wieder und möchte zur Vorsicht mahnen. In ganz Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen wieder an und auch in unserem Landkreis betrachten wir die Infektionszahlen mit Sorge. Insbesondere wenn wir zu unseren Nachbarn nach Frankreich ins Elsass schauen, stellen wir fest, dass wir dort übermäßig viele Infektionen, Neuinfektionen haben. Allerdings hat sich die Altersgruppe etwas geändert. Hatten wir im Frühjahr noch ein Durchschnittsalter von 58 Jahren bei den Infektionen, so sind heute die Jüngeren betroffen und wir haben ein Durchschnittsalter von 33 Jahren. Das heißt, die Sterberate ist deutlich geringer geworden, da wir viel mehr jüngere Menschen haben, die sich infiziert haben. Und das ist auch ein Grund, zur Vorsicht zu mahnen. Denn wir haben uns wieder an diese etwas gelockerte Lebensform gewöhnt. Der Virus und das Virus ist aber weiterhin aktiv und wir haben bisher noch keinen Impfstoff. Deswegen hat das Land Baden-Württemberg bereits die verschärfte Infektionssituation mit der Verlängerung und der Erweiterung der derzeit geltenden Corona-Verordnung reagiert. Diese wird am 30. September in Kraft treten und gilt zunächst bis zum 30. November. Allerdings gehen wir davon aus, dass nach dem Treffen der Bundeskanzlerin morgen mit den Ministerpräsidenten wir eine neue Verordnung zu erwarten haben, über die ich dann auch berichten werde. In den letzten Tagen hat unser Ordnungsamt bereits entsprechende Hinweisschreiben, zum Beispiel an Friseure und Gaststätten, über die künftig geltenden Corona-Regeln verschickt. Dabei wollen wir es aber nicht belassen. Wir werden die Einhaltung der Regelung, vor allem im Bereich des Einzelhandels und der Gaststättenbetriebe, genau beobachten und gegebenenfalls auch verschärfen. Die Maskenpflicht gilt nun auch für die Kundinnen und Kunden in Gaststätten, Restaurants, Bars etc., wenn sie sich nicht am Platz befinden, etwa auf dem Weg zum Tisch, zur Toilette oder zum Buffet. Die Maskenpflicht gilt auch in den Freizeitparks und Vergnügungsstätten, in geschlossenen Räumen und in Wartebereichen. Beim praktischen Fahr-, Boots- und Flugunterricht, das heißt also bei unseren Fahrschulen, einschließlich der jeweiligen praktischen Prüfung, ist nun ebenfalls eine Maske im Fahrzeug zu tragen. Zudem gilt natürlich auch in allen städtischen Einrichtungen die Maskenpflicht. Bei Verstoß gegen die Maskenpflicht gibt es ein Zutritts- und Teilnahmeverbot. Zum Beispiel im Supermarkt war es bisher so, dass Sie den Supermarkt betreten konnten, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat. So ist jetzt der Betreiber des Supermarkts dafür verantwortlich und hat auch das Hausrecht und kann Ihnen den Zutritt zum Markt verwehren, sofern Sie keine Maske tragen. Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen darf, konnte das bisher nur mündlich erklären. Auch dies wurde verschärft. Sie brauchen jetzt ein ärztliches Attest, um nachzuweisen, dass sie von der Maskenpflicht befreit sind, aus gesundheitlichen Gründen. Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmenden bleiben weiterhin untersagt und gerade private größere Feiern sind potenzielle größere Infektionsherde. Ich möchte deshalb nochmal an alle appellieren, seien Sie weiterhin vorsichtig. Überlegen Sie genau, auch wenn Sie zu Hause in größerem Kreis eine private Feier durchführen können, ob Sie das denn wirklich machen wollen oder ob Sie zum eigenen Schutz oder zum Schutz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger von uns allen eher darauf verzichten und eher in ganz kleinem Kreise Ihre Feste feiern oder Begegnungen organisieren. Mein Appell, seien Sie weiterhin vorsichtig. Und achten Sie auf die Regeln, den Abstand einzuhalten,
die Hygieneregeln einzuhalten und die Alltagsmaske zu tragen. Das ist die sogenannte AHA-Regel, an die wir uns auch in den nächsten Monaten halten müssen. Des Weiteren sollten Sie Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Das alles wird natürlich auch Auswirkungen haben auf die Veranstaltungen in unserer Stadt, die in den nächsten Wochen und Monaten anstehen. Wir machen uns derzeit Gedanken, wie wir den Neujahrsempfang gestalten. Wir machen uns Gedanken, wie der Christkindlemarkt und auch der Weihnachtsmarkt gestaltet werden wird und ob er überhaupt durchgeführt werden kann. Und wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie wir im kommenden Jahr Fastnacht feiern. All dieses besprechen wir jetzt mit den Verantwortlichen des Gewerbeverbandes und auch unseren Zünften. Und wir werden so handeln, dass die Gefahr einer Steigerung der Infektionsrate und damit die Gefahr eines zweiten Lockdowns für unsere Betriebe nach Möglichkeit vermieden werden kann. Bitte seien Sie weiterhin vorsichtig und bleiben Sie gesund. Ihr Bürgermeister Volker Kieber.